nehmen Sie Emotionen mit ins Spiel. Nur Zahlen, Daten, Fakten alleine reichen heute nicht. Wir sind ja alles Menschen. Alle Menschen haben Gefühle und Gefühle können sie transportieren, indem sie Zahlen, Daten, Fakten mit einer Story verbinden, nicht übertreiben, aber verbinden und diese positiv unterstützen. Dann kommt es nämlich auch beim Management an. Sicherheit kann zukünftig ein Kriterium sein für die Überlebensfähigkeit auf dem Markt und ist nicht nur ein reiner Kostentreiber. Denn wir bewegen uns immer auf einem strategischen Spiel, auf einem Schachbrett. Und die Führungskräfte unter Ihnen jetzt, die Fachkräfte unter sich haben, die für Sicherheit sorgen, schauen Sie bitte um Himmels Willen, dass Ihre Sicherheitsbeauftragten, Ihre Leute und Sie selbst nicht die Bauern im Spiel sind. Sie müssen sich nicht verhalten wie der König oder die Dame. Springer, Läufer genügt. Der Turm mit geradeaus und links, rechts, das ist Vergangenheit, das ist zu wenig flexibel. Wir müssen wissen, welche Gegenspieler, dass wir in Unternehmen haben und auf dem Markt haben, damit wir die richtigen Züge nehmen können, und das haben wir heute Morgen super gehört mit der künstlichen Intelligenz, dass wir fähig sind, vorauszudenken und wie viele denken bezüglich Sicherheit immer noch in die Vergangenheit und nicht in die Zukunft. Die gleichen Leute müssen Sie dazu bringen, Sicherheit in die Zukunft zu betrachten, denn das ist die Realität.